Kennst du das? Du fühlst dich müde. Müde von den ganzen Stimmen, die dich ständig kritisieren. Was kannst du eigentlich? Wer bist du? Wie siehst du eigentlich aus? Die Klamotten sind nicht cool genug. Du bist nicht hübsch genug. Du bist nicht dünn genug. Du bist nicht schlau genug. Nichts ist genug. Nichts an dir ist genug. Du bist nicht liebevoll genug. Nicht wertvoll genug. Einfach nicht genug. Du stehst vorm Spiegel, betrachtest dich und fragst dich, ob alle diese Stimmen recht haben. Doch die Stimmen, die dir ständig sagen, dass du nicht genug seist, ist die eigene Stimme. Du zweifelst an dir selbst, immer und immer wieder. Du bist müde. Müde von den eigenen Gedanken, die ständig in deinem Kopf umherkreisen. Du willst dich klein und rar machen, dich unsichtbar machen. Doch wer entscheidet darüber, wer oder was genug ist? Würdest du all diese Sachen auch deinem Liebsten sagen? Oder der fremden Person dir gegenüber? Über wen denkst du das wirklich? Wen bewunderst du und warum? Du schließt die Augen und denkst über all diese Gedanken nach. Du stellst dir vor, dass du so bist, wie du gerne sein würdest. Vielleicht die Person mit der ausgefallenen Jacke, die in der Stadt selbstbewusst umherläuft? Oder wie du die ausgefallenen bunten High Heels oder den 100-lagigen Türrock mit Glitzer, den man auf 50 Metern Entfernung sehen kann, trägst? Oder die starke und taffe Frau, die sich von keinem Mann einreden lässt, dass sie nicht stark genug wäre, nur weil sie ein weibliches Geschlecht hat? Oder wie du als Junge den Nagellack oder den einen tollen Rock trägst, einfach weil es dir gefällt? Fühl in dich hinein. Spürst du das wohlige Gefühl in dir? Das Gefühl von Stärke und Vertrauen? Das Gefühl von Freude? Oder das Gefühl von Motivation und Mut? Du hast Einfluss darauf, wie du dich fühlst und wie andere dich sehen. Du bist toll. Du bist liebevoll. Du bist wertvoll. Du bist auf deine eigene Weise hübsch. Sei das Vorbild, welches du selbst brauchst, um den Mut zu haben, zu sein, wer du sein willst. Wenn andere dich kritisieren, weil du dich zeigst, dann machen sie das nicht, weil du angeblich nicht wertvoll bist, sondern meist, weil sie selbst unsicher sind und davon ablenken wollen. Sei mutig und trau dich. Trau dich, laut zu sein. Trau dich, auffällig zu sein. Trau dich, deine Meinung zu äußern. Trau dich, zu zeigen, wer du bist. Und jeder, der damit ein Problem hat, ist nicht dein Problem, sondern dein eigenes.